Schön, dass Sie da sind, alle. Das ist noch meine Tochter im Hintergrund. Das ist das Homeoffice. Und bevor wir anfangen mit meinem Vortrag heute von From Drag to Passion, beim Sprachenlernmeistern, wollte ich erstmal eigentlich nur auch mal Ihre Motivation anfragen. Warum möchten Sie heute teilnehmen? Also geht es darum, eher zu verstehen, wie kann ich mein Lernen verbessern, mein Sprachenlernen verbessern? Wie kann ich eventuell, das wäre A, wie kann ich mein Sprachenlehren verbessern? Das wäre B oder C. Sie haben einfach nur Interesse, hier dabei zu sein und ein bisschen was Neues zu lernen, mal eine neue Meinung kennenzulernen oder mal was anderes zu hören. Schreiben Sie einfach mal. A und B. A. Sehr viel A. A und B. C. Okay. Na dann. Weiß ich ja ungefähr, wo es hingehen soll. Dann nehme ich Sie mal mit auf meine Reise und würde mich kurz erstmal nochmal vorstellen. Mein Name ist Erik Tessenow. Ich habe diese Knackpunkte beim Sprachenlernen selber auch irgendwie meistern müssen, habe angefangen in Thüringen mein Abitur zu machen, leider damals mit Englisch 4, das sind 5 von 15 Punkten, also nicht wirklich sehr, wirklich sehr gut. Und habe dann mit dieser Englisch 4, habe dann in Ethnologie studiert, 2 neue Sprachen gelernt, obwohl ich eigentlich mit Sprachen nicht so viel am Hut hatte in der Schule. Irgendwie und damit aber auch meine Passion gefunden oder gesehen, wie ich mir Lernen und Lehren besser beibringen kann, wie ich anderen eventuell besser Sachen vermitteln kann, war in Palästina und Israel unter anderem, um Arabisch und Hebräisch besser zu verstehen, war auch im Nahen Osten weiterhin unterwegs in Kurdistan und Jordanien und später ist es immer mehr dazu gekommen, Sprache zu vermitteln, Sprache zu lehren oder zu editieren. Da wurde Language Assistant an der Leeds University in Großbritannien und war ebenfalls freier Übersetzer und für 5 bis 60 plus Jahre habe ich unter anderem dann auch Online-Kurse gegeben für Englisch oder für Sprachen im Allgemeinen. Später, als ich meine Frau kennengelernt habe, die Chinesin ist, habe ich einen sogenannten CELTA gemacht in Leeds innerhalb eines Monats und wurde dann Dozent für 2,5 Jahre in China mit ca. 2000 Studenten während dieser ganzen Zeit, habe unterrichtet Englisch als Fremdsprache, Public Speaking oder auch Academic Writing und war auch in einer privaten englischen Schule für Grundschulkinder, Vorschulkinder. Soweit zu mir. Wichtig erstmal vorneweg zu sagen, weil das muss man leider öfters mal heutzutage machen, es soll hier kein Lehrerbashing stattfinden. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu verurteilen oder zu sagen, die sind zu dumm, zu faul oder sonst was. Und es geht hauptsächlich darum, auch ihnen zu zeigen, es ist meine eigene Darstellung, meine Erfahrungen, Erkenntnisse und Lösungen, die ich herausgezogen habe. Und damit es ist ein Supermarkt, wie Vera F. Birkenbiel damals gesagt hat immer, Sie können das gerne nehmen vom Regal und ansonsten lassen Sie es stehen. Gerne auch natürlich im Nachgang dann die gemeinsame, das Nachmeeting, weil wir noch eine halbe Stunde Zeit haben, viele Fragen zu stellen. So, dann nochmal an Sie die Frage, was sind denn für Sie die 3 wichtigsten Aspekte des Lernens und Lehrens? Also was ist am wichtigsten dafür, um Lernen stattfinden zu lassen? Ist es die Umgebung? Ist es der Bildungshintergrund? Sind es Interessen? Was könnte das sein? Haben Sie eine Idee? Schreiben Sie es einfach mal rein. Es müssen nicht nur meine Fragen sein. Kontakt mit Sprache, okay, ja. Kultureller Bezug, das sind auch schöne Sachen. Zielvorstellung, ja, sehr gut. Okay, ich habe mal meine Sachen. Spaß, eine sehr gute Sache. Dann würde ich einfach mal meine Sachen geben, worum es heute gehen soll. Also ich habe mir 3 Aspekte rausgesucht, die ich jeweils beleuchten will in den verschiedenen Stadien, mit denen ich mit Sprache zu tun hatte und die andere beschäftigen. Nämlich das erste, die Motivation, also warum lerne ich? Dann das Thema der Pyramide des Sprachenlernens, also das heißt, wo befinde ich mich als Lerner, vergleichen, wie lernt ein Originalsprachler, wie lernen wir in der Schule oder wie lernen wir in anderen Umgebungen und natürlich so ein bisschen auch verstehen, was ist das Methodik, Verständnis und Wissen, also wie kann ich mein Lernen anders gestalten. Und zum Schluss eben Verbesserung, was kann ich als Lerner oder Lehrer tun, um mehr Spaß, Erfüllung aus dem Sprachenlernen zu bekommen? Weil oftmals ist da genau das der Fall. Dadurch, dass es keinen Spaß macht, ist es schwierig zu lernen und kommt nicht voran.
Motivation, was ist schon gekommen ist, intrinsische, extrinsische Motivation, brauche ich Ihnen wahrscheinlich dann doch nicht so viel zu erzählen dazu. Also extrinsisch, der Impuls kommt von außen, es geht hauptsächlich über Belohnung und Strafe. Was wir sehen in den in der Schule oder auch in der Ausbildung, ist meistens die Noten. Es geht darum, dass ich die Verknüpfung von Belohnung und Strafe mit meiner Handlung habe und eigentlich es darum geht, Strafe zu vermeiden, also schlechte Noten zu vermeiden, oder ich entwickle auch eine gewisse Abneigung. Wenn ich schlechte Noten bekomme, bin ich einfach zu doof, kann es nicht, anstatt einfach zu hinterfragen, geht es nicht besser. Mein bestes Beispiel dafür war damals bei mir das Musikinstrument lernen. Wenn meine Eltern nicht daneben gestanden haben, habe ich es nicht gemacht. Und es war eine extrinsische Motivation, Belohnung gab es nur, wenn ich mal einen Klatscher bekommen habe oder so. Und ansonsten habe ich das eigentlich nicht gemocht. Intrinsische Motivation, der Impuls kommt von innen. Die Verknüpfung ist eher mit der eigenen Handlung gemacht. Also das heißt, das Misserfolg und Erfolg ist abhängig von meiner eigenen Handlung, und ich beziehe das auch zurück auf meine Sachen. Bei Misserfolg ist es halt aber so, ich wiederhole immer wieder, bis es mir gelingt. Bestes Beispiel für alle, die Computer spielen oder Hobbys haben: Wenn mir was nicht am Anfang gelingt, dann versuche ich es wieder und wieder und wieder. Und es ist mir egal, wie oft ich es versuche. Ich mache es einfach, und dann habe ich irgendwann dieses Erfolgserlebnis da. Das habe ich geschafft. Das ist super. Egal, da brauche ich dann keine Note dafür. Und das ist das Wichtige, dieser Spaß, wo Sie gerade dran gesprochen haben. Pyramide des Sprachenlernens. Also, wichtig, was ich hier nicht möchte, ist, dass es eine Falschinterpretation dieser Sprachpyramide oder dieser komischen Pyramide ist von Edgar Dale von 1946. Da war es so, das ist heutzutage so ein Selbstläufer mit Prozenten, von wegen, wenn nur was gesagt wird, behält man 5%, wenn man was selber macht, behält man 95%. Das soll das nicht sein, und das ist auch nicht unbedingt das Richtige, sondern hier geht es einfach darum, wie lernt man Sprachen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe zwei Kinder, eins 1,5 Jahre, eins 3,5 Jahre, und was als erstes passiert, ist das Imitieren. Papa, Mama, gege, das wäre jetzt das Chinesische. Danach geht es um das Anwenden. Mein großer Sohn zum Beispiel sagt, ich habe getrinkt. Er hat überhaupt kein Verständnis von Grammatik und so weiter. Er versteht aber, ich habe getrinkt, und er weiß, irgendwas mit G muss ich da machen, und dann weiß er aber leider nicht, dass das getrunken, sondern getrinkt heißt, und deswegen wendet er die Sprache an. Manipulieren. Ich bin in der Lage, meine eigenen Sachen auszudrücken. Was ich oftmals gehabt habe, ist ein Reizreaktionsschema, vor allen Dingen in meiner Zeit in China. How are you? I'm fine. Thank you. Aber wenn man jetzt eine andere Sache bringt, zum Beispiel How do you do? Oder What's hanging? Dann wusste man nicht, wie man darauf reagieren kann, weil man eben nur dieses Reizreaktionsschema hat, weil man überhaupt nicht wusste, wie man die Sprache manipulieren kann, außer das, was man auswendig gelernt hat. Später kommt dann das Thema Analysieren. Da ist es eigentlich darüber, analysieren kommt es dann darauf an, diese Sprache auseinanderzunehmen. Das ist eigentlich der Teil von Grammatik, wo man versteht, wie die Sachen miteinander verknüpft sind und warum Sprache so funktioniert, wie sie funktioniert. Und natürlich das i-Tüpfelchen, das Unterweisen, jemanden anderen beizubringen, wie man etwas macht. Aber das ist auch, ja, das ist so das i-Tüpfelchen. Das ist auch das, was man weniger eigentlich braucht als zumindest diese beiden Teile hier unten, würde ich sagen, am Anfang. Methodik. Bei Methodik meine ich wirklich, welches Ziel verfolgt der Lerner? Also was ist es, was ist, was möchte ich hiermit erreichen? Welche Erfahrung bringt er mit? Und vor allen Dingen wichtig, welches Vertrauen, welcher Rapport besteht zwischen Lerner und Lehrer? Weil wir wissen, ich denke, das wissen Sie alle, ohne Vertrauen und Rapport funktioniert es nicht. Man muss irgendwo ein gemeinsames Vertrauen und Verständnis füreinander haben, weil, und sich aufeinander einlassen, sonst funktioniert es überhaupt nicht. Ich gehe ein bisschen wieder auf Sie zu und möchte fragen, wo findet denn Lernen statt, Ihrer Meinung nach? Was ist, wo haben Sie, wo findet das Lernen statt? Ist es auf der Reise, ist auf Reisen? Ist es in der Schule, im Pub, in Bars, lesen? Gibt es andere Sachen, die Sie kennen, wo Sie lernen? Überall. Ja. Das ist das Wichtige, genau. Überall. Das ist eigentlich so das Idee, die ist. Im Internet Tandem ist auch eine schöne Sache. Social Media, ja, also im Alltag. Im Deutschradio. Prima. Vielen Dank dafür. Also eigentlich ja, Lernen findet überall statt. Das ist das Wichtige. Das Lernen findet überall statt, und wie wir das gerade gesehen haben, auch vorhin schon mal mit dem Thema der Motivation. Lernen findet dann statt, wenn es Spaß macht.
Und wenn, am besten, wenn es unterschwellig ist und man überhaupt nicht weiß, was ist. Ich gehe aber wieder auf meine persönliche Erfahrung zurück und auch die, die ich gesehen habe von anderen Schülern von mir und Studenten. Die Schule war weitestgehend oder ist auch noch weitestgehend einfach das Pauken von Vokabeln, Grammatik. Aber es ist eben nicht Sprechen, das, was eigentlich Sprache ausmacht. Sprache, Kommunikation. Es ist eher das Rezeptive, das etwas sich rein anhören oder wiedergeben, aber nicht das Benutzen, das Praktische. Die Motivation eines Schülers meistens ist Angst oder Druck und das Streben nach einer bestimmten Belohnung. Bleibt die aus, haben wir gesagt, extrinsische Motivation, habe ich eine Abneigung, bin ich nicht in der Lage, das zu können, zu verstehen. Meine Position in der Pyramide, wie gesagt, hier sehen Sie ja auch diese invertierte Pyramide. Es geht hier ums Analysieren, nicht um das, wie der Schüler normalerweise oder wie der Mensch normalerweise seine Muttersprache lernen würde, weil nämlich mit imitieren, anwenden, manipulieren und dann analysieren, sondern hier geht es hauptsächlich um das Analysieren. Wir lernen als erstes Grammatik, wir lernen Vokabeln pauken. Das ist wichtig, ja, aber es ist falsch verteilt, meiner Meinung nach gewesen und ist leider auch oft heute noch so. Unsere Methodik ist meistens das Übersetzen statt des Lebens. Wir haben eine 1:1-Übersetzung. Haus heißt Haus im Englischen, Al-Bayt im Arabischen, Dom im Russischen, Zia im Chinesischen und so weiter. Wir haben nur eine 1:1-Verknüpfung. Meistens fehlt uns der Kontext für das, was wir tun. Eben genau, weil wir dieses Imitieren, diese ganzen anfänglichen Minisätze und so weiter nicht meistens machen, sondern wir nehmen einen Satz auseinander, wir können den wunderbar grammatikalisch bestimmen und dann auch eine Vokabeln können wir auch irgendwie noch lernen. Dann fügen wir das irgendwie zusammen. Aber das ergibt keinen Sinn oder es ist irgendwie falsch. Warum wissen wir nicht ganz so recht? Weil wir eben nicht dem ausgesetzt waren, der Sprache. Weil wir nicht den Rhythmus, den Cadence, die Sprachmelodie und so weiter gehört haben, sondern weil wir einfach stumpf irgendwelche Vokabeln gelernt haben. Aber Sprache ist ja auch, wie bei anderen Sachen, etwas mit Hebungen, Senkungen, vor allen Dingen bei Sprachen wie zum Beispiel dem Chinesischen mit der Intonation. Englisch und Deutsch haben unterschiedliche Betonungen auf den Wörtern und je mehr man sich in die Sprache einbegibt, desto mehr merkt man ja auch diese Unterschiede. Weitestgehend besteht in der Schule ein sogenanntes, leider gesagt, Bulimie-Lernen. Ich tue etwas lernen so schnell wie möglich rein. Und das ist bestimmt nicht, ich sage nicht, dass es die heutige Unterrichtspraxis ist. Es geht darum, dass es das, was ich es erfahren habe und was teilweise oder meist noch besteht. Das Bulimie-Lernen ist eher so, ich versuche vieles reinzunehmen, spucke es für den Test wieder aus und dann habe ich es wieder vergessen. Das ist oftmals das, was nicht nur beim Sprache, sondern auch beim allgemeinen Lernen leider meistens so funktioniert. So. Ausbildung, Studium. Dort kam es zu mir, für mich zumindest erste Mal, dadurch, dass ich eben weitestgehend diese Basis nicht hatte, weil mir dieses Anwenden und Imitieren gefehlt hat, vor allen Dingen fürs Englische, ging es erstmal darum, ich musste diese Basis wieder aufbauen. Wichtig, der Unterschied in dem Studium und der Ausbildung ist, es wird vom Interesse geleitet. Und dort geht es darum, eine Unabhängigkeit zu erhalten, eine Selbstbestimmtheit zu erhalten, dort selbst seine Ziele zu setzen, sich selbst voranzubringen, das erworbene Wissen zu verknüpfen, meistens nochmal aufzubauen, weil, wie Sie sehen, hier Imitieren hat nicht stattgefunden, meistens in der Schule. Deswegen müssen wir irgendwie versuchen, es wieder zurückzubringen und aufzubauen, die fehlenden Löcher die existierenden Löcher zu stopfen. Wichtig ist hier eigentlich der Ausdruck der eigenen Meinung, der eigenen Wünsche, der eigenen Bedürfnisse, die Sprache manipulieren zu können und auch wahrscheinlich analysieren zu können. Die Methodik meistens ist leider doch diese Friss- oder Stirb-Mentalität des Dozenten. Entweder könnt mir folgen oder nicht. Und bei dem habe ich einfach gelernt, Lernen, verstehen, hieß für mich erstmal zu verstehen, wie das Gehirn lernt. Sich mehr mit dem Thema beschäftigen. Was ist Kurzzeitgedächtnis? Welche Art und Weise, wie verarbeitet unser Gehirn Wissen und auch vor allen Dingen Sprache? Ich gebe Ihnen nachher gerne noch ein paar zusätzliche Quellen, wo Sie drauf gucken können, was vielleicht helfen könnte. Aber es hieß erstmal zu verstehen, warum kann ich so nicht, kann ich nicht das verarbeiten?
warum knarzt das bei mir? Warum fühlt sich das so schwer an bei mir, irgendwie Sprachen zu lernen? Nachdem ich eben meine Methodik geändert habe, verstanden habe, ein bisschen besser, wie mein Gehirn wirkt oder lernt. Damit habe ich dann auch besser verstehen können, wie ich mir selber Sachen beibringen kann. Das größte Problem, ja, ich habe in Deutschland studiert. Das wichtigste Problem war die Curse of Choice. Man hat zu viele Auswahl. Und das größte Problem hier ist, dass der Lernende meistens zu viel Auswahl hat. Und das ist etwas, was der Lehrer meistens ein bisschen besser einschätzen kann, weil er dann, wenn der Lerner sich seine Ziele benennen kann, dann auch besser ausgeben kann, wie ihm besser helfen kann, diese Ziele zu erreichen. Soweit erstmal jetzt von mir. Ich habe also hier gesagt, hier fehlen meistens diese Grundsachen, damit man eigentlich hier im Sprachenlernen vor allen Dingen das Manipulieren und Analysieren kann, fehlen meistens hier die Grundbausteine und das ist etwas, was man überwinden musste. Was kann ich persönlich als Lerner oder Lehrer in dieser Situation tun? Ich habe jetzt schon einige Sachen vielleicht noch nebenbei genannt, aber ja, was können wir machen? Mehr vom selben, einfach versuchen, ja, wenn es knarzt, einfach weiterdrehen oder aufgeben und sagen, ja, es stimmt, ich bin einfach zu doof zum Sprachlernen. Eigentlich eher weniger, glaube ich, oder? Was würden Sie tun oder was denken Sie, was könnte man tun? Hört sich interessant an, back to basics. Okay. Ja, und das dann vor allen Dingen verknüpfen. Ja, Sachen raussuchen, die ich mag. Muttersprachliche Quellen in der Lernsprache nutzen. Schöne Idee, muss man ein bisschen machen. Methodenalternativen suchen, ja, definitiv. Aber das ist eben wichtig. Englische Lieder gehören, das ist auch eine gute Sache. Eine gute Lehrerfortbildung machen. Mit Liedern lernen, ja, sehr schön. Sich dort einbegeben. Eigene Strukturen entwickeln, schwierig. Ja, stimmt. Also was ich jetzt mal mitgebracht habe, drei Sachen. Ich hoffe, wir können dann später noch in das Ganze tiefer eintauchen, wenn wir das Nachtreffen haben. Für den Lerner gebe ich jetzt einfach mal drei Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, manchmal ist es wirklich so, das Einfachste, back to the basics, Vertrauen. Das geht nicht darum, den Lehrer auf ein Podest zu heben, wie ich das auch in China gesehen habe. Der Lehrer ist unantastbar. Nein, nicht. Nein, aber man muss versuchen, wirklich ein bestimmtes Vertrauen auch dem entgegenzubringen und zu sagen, der Lehrer oder der Dozent hat die besten Absichten eigentlich. Der wird wirklich wahrscheinlich auch wissen, was er tun möchte. Am wichtigsten als Lerner für mich ist es immer zu sagen, weißt du, wo du hin willst? Weißt du, was du möchtest? Was ist denn dein Ziel? Warum lernst du Sprachen? Möchtest du dich einfach nur unterhalten können, also im Urlaub? Das wäre jetzt zum Beispiel das Ziel meines Vaters gewesen. Oder möchtest du schwierige wissenschaftliche Artikel lesen und darüber sprechen können? Ja, okay. Möchtest du selber so gut sprechen und lesen können und so weiter? Also möchtest du richtig Sprache produzieren können, dass du in dem Land nicht nur als Urlaubsgast überlebst, sondern eben auch längerfristig. Und wichtig, auch hier wichtig, lernen zu lernen. Also es ist wichtig zu verstehen, wie lernt mein Gehirn? Ich habe, wie gesagt, Quellen dazu. Ich gehe jetzt nicht tiefer drauf ein, vielleicht dann in dem Nachmeeting. Was kann ich als Lehrer machen? Vor allen Dingen ein Beispiel habe ich aus meiner Zeit in China. Dort war es wichtig, die Verknüpfung der Lebenswelt des Lerners. Also ich bin als Deutscher dorthin gegangen, habe englische Sprache unterrichtet und habe mit Chinesen zu tun gehabt. Natürlich kann ich nicht denen über mein Leben in Deutschland erzählen, so schön es wäre, sondern ich muss es versuchen, mit ihrer Lebensrealität zu verknüpfen. Wichtigste Lebensrealität war das Handy. Es gab überall ein Mobiltelefon, überall wurde das benutzt, aber anstatt es zu verbannen, habe ich es versucht, mit einzubringen in den Unterricht als Möglichkeit, Wissen zu suchen, Informationen zusammenzutragen und teilweise eben auch zu präsentieren. Eine wichtige Sache, habe ich auch gesagt, würde sein, dieses Einhegen des Angebots. Das heißt, als Lehrer zu versuchen, wirklich mehrere verschiedene Angebote aufzustellen, nach den Möglichkeiten, die Möglichkeiten aufzuzeigen und auf die Ziele des einzelnen Lerners abzustimmen. Ich weiß, das ist immer nicht so einfach, bestimmt auch vor allen Dingen, wenn wir dann Themen wie Lehrplan und so weiter Vorgaben haben, dann ist es immer schwieriger. Aber versuchen, ein Angebot zu geben,
drei Sachen, meinetwegen drei Apps oder drei verschiedene Sprach-Apps oder Anbieter und einfach zu sagen, wenn du lernen willst, wie man besser Satzstruktur macht, nimm das. Wenn du das möchtest, dann das. Und auch hier sich wieder beschäftigen. Wie ist gehirngerechtes Unterrichten? Wie kann man das machen? Was kann man hier verbessern? So. Jetzt komme ich zu meiner Passion. Das ist das, was ich ja gesagt habe. Ich habe es geschafft, irgendwie von meinem eigentlichen Sprachaversion irgendwo wegzukommen und mir mehrere Sprachen selber auch anzueignen, autodidaktisch und selber dann auch zu vermitteln. Und wichtigstes Motivation für mich als Lehrer damals auch in China war dann, die Angst zu nehmen. Das war sowohl individuell als auch in der Gruppe und diese extrinsische Motivation abzubauen und intrinsische Motivation zu fördern. Also dieses Thema von wegen, ich muss eine Belohnung bekommen oder ich habe Angst vor Strafe, umzuwenden von, ich habe was geschafft, es kommt von mir heraus und ich bin gar nicht so doof. Damit muss man immer dann auch auf den einzelnen Lerner eingehen. Position in der Pyramide. Lehren heißt nicht Sprache vermitteln, sondern Spracherwerb steuern. Ich bin nicht derjenige, der anderen sagt, wie sie zu lernen haben, sondern ich bin derjenige, der die Energie des Raumes aufnimmt, das steuert. Und ich sehe das meistens so ein bisschen wie beim einem Schiff auf hoher See. Ich bin der Steuermann, die Crew ist meine Klasse und wir haben ein Ziel, wir haben einen Heimat, einen Hafen, in dem wir entgegensteuern und wir müssen durch verschiedene Unwegsamkeiten, das ist dieses, was ich hier unten geschrieben habe, gemeinsam Reiseplan, messen, anpassen und lebenslanges Lernen. Ich bin nicht unfehlbar. Das ist etwas Wichtiges, was ich auch vor allen Dingen in China hatte. Die Lehrer wurden vergöttert, die waren allwissend, das sind sie nicht. Und das ist auch wichtig, sich selber immer wieder vor Augen zu führen. Ich bin nicht derjenige, der alles kann. Und ich muss auch zeigen, dass ich menschlich bin. Weil sonst wird immer wieder dieses Mismatch stattfinden, wo die Schüler etwas erwarten, was sie vielleicht nicht unbedingt immer leisten können. Und zu zeigen, dass man eben doch auch fehlbar ist, ist etwas sehr Wichtiges, finde ich. Methodik. Was ich oft gemacht habe, ist helfen anderen, die Ziele ihre Ziele zu definieren und Lösungen vorzuschlagen. Also genau das, dieses Angebot bereitzustellen und dann mit den Studenten oder mit meinen Lernern gemeinsam zu planen, zu messen, haben wir das erreicht, also durch Tests und so weiter, die auch nicht unbedingt schlecht sind, nur nicht zu viel davon und dann auf die Gegebenheiten anzupassen. So. Das wären jetzt hier ein paar Quellen, die ich schon mal angedeutet habe. Also ein wichtiges und ein sehr gutes davon ist Learning How to Learn von Barbara Oakley, ist einer der besten MOOC in Coursera. Gibt es sowohl auch als Kind, für Kinder gibt es in Englisch, gibt es in Deutsch, gibt es in vielen verschiedenen Sprachen. Ein weiteres interessantes Buch für Sie könnte sein How We Learn. Das geht auch wirklich eher darum, dann zu sehen, welche Techniken kann man anwenden. Small Teaching ist eher was für Lehrer, wo man versuchen kann, gehirngerechtes Lernen einzuplanen in die ganze Struktur sowohl des Curriculums als auch jeder einzelnen Stunde. Creating Brain-Friendly Classrooms ist auch sowas in der Art. Smart Goals. Wenn man sich Ziele setzen will, sollte man das Thema Smart Goals sich angucken. Das steht für specific, also spezifisch, messbar, measurable, actionable, also es kann ausgeführt werden. Es ist relevant und es ist time-based. Das heißt, wir haben wirklich eine Zeitbegrenzung hier auch da. Und als letztes bin ich ein großer Fan für, muss man aber auch als Einstieg auf jeden Fall gut, wäre F. Birkenbiel ihre Seminare, dann speziell auch das Thema Sprachenlernen mit der Birkenbiel-Methode. Wenn Sie es mal Interesse haben, gucken Sie es mal an. Und dann geht es hier weiter. Muss ich natürlich auch noch mal kurz eingehen auf die Akademie, mit der ich zusammenarbeite. Das ist die Arts Martini Akademie. Und warum arbeite ich mit ihr zusammen? Weil genau hier das passiert, nämlich was ich gesucht hatte damals am Anfang meines Studiums, nachdem ich ein bisschen enttäuscht war von der Schule sozusagen. Es gibt individualisierte, themenbasierte Kurse, die sind zeitlich angepasst auf den Lerner. Sie sind speziell für Studenten, für berufliche Weiterentwicklung, also für Berufstätige und auch natürlich in spezifischen Aspekten. Danke dafür. Und
Weiterhin können Sie dort auch Fachübersetzungen anfertigen lassen, literarische Übersetzungen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn Sie einfach mal vorbeigucken. Hier ist die Webseite. Und es gibt aufgrund der heutigen Situation ein Angebot für ein individuelles Zusatzcoaching, speziell zum Thema Sprachlernen und Kommunikationsberatung. Das ist geschenkt, wenn Sie sich heute anmelden. Wir würden uns freuen, wenn Sie mal vorbeigucken. Und jetzt bin ich noch für 4 Minuten auf Ihre Fragen gespannt. Ansonsten verlegen wir dann in den gemeinsamen Nach-Meetings-Raum, der dann auch nochmal hier gepostet wird. Wenn Sie weitere Fragen oder wenn Sie mal in Kontakt mit mir treten wollen, können Sie das gerne über meine E-Mail-Adresse tun, erik.tessenow@gmail.com. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einsicht geben, wahrscheinlich auch ein bisschen dieses C eher bedienen, wie was gibt es andere Sachen, was kann man anderes mal lernen. Das ist meine hauptsächliche Geschichte. Und ja, bitteschön, Ihre Fragen. Dankeschön. Meine Pyramide. Gerne. Bitteschön. Fragen dazu, was Sie, irgendwelche Fragen, die Sie jetzt noch haben. Ich hatte jetzt den Chat nicht immer komplett mit verfolgt. Ich kann gerne noch mal gucken, ob ich vielleicht hier oben noch eine hatte. Chunks-Methoden, Lehrerfortbildung machen. Gern geschehen. Ich hoffe, dass wir uns dann in dem anderen. Was meinen Sie über Stephen Krashen und die Idee mit Comprehensible Input? Sam, das hört sich sehr interessant an. Ich habe mit von Krashen jetzt gerade nichts gehört. Würde mich freuen über eine Diskussion darüber und auch gerne was davon hören, was er so dazu sagt. Comprehensible Input kann ich jetzt leider nichts dazu sagen, habe ich noch nicht gehört. Natürlich ist Hören sehr wichtig, ja. Also es ist nicht falsch, viel zu hören, viel zu lesen natürlich, wenn man auch was macht. Wann ist das Anschlussmeeting? Das geht jetzt in einer Minute los, ungefähr mit einer Zeitversetzung von zwei Minuten. Ich würde sagen, dann wechseln wir jetzt einfach darüber. Ja, alle 4 Kompetenzen sind natürlich wichtig. Ja, am Anfang ist es wichtig, auch vor allen Dingen erstmal zu hören und zu verstehen, um dann irgendwann zu produzieren zu können. Gut, dann würde ich sagen, verlegen wir in das Nachmeeting. Vielen lieben Dank und ich hoffe, eine große Anzahl von Ihnen dann jetzt begrüßen zu dürfen. Bis gleich.